Hallo Menschen, heute mal wieder aus meinem Schlafzimmer. Ich weiß, dass das Licht immer nicht ganz so prickelnd, aber ich kann immer noch nicht besonders gut drehen, wenn jemand anders mit im Raum ist, weswegen ich mich dann immer ganz gerne in eine ruhige Ecke zurückziehe. Und prinzipiell soll es ja auch um die Bücher gehen, da ist es ja eigentlich egal, was da im Hintergrund so los ist. Der April war nämlich ein sehr guter Lesemonat. Ich las relativ viel, aber vor allem auch viele gute Bücher, mit eigentlich nur einer Ausnahme so ins Negative hinein, aber im Großen und Ganzen sehr erfolgreich. Und zum Glück habe ich zu relativ vielen Büchern schon extra Videos gedreht, sodass dieses hier eventuell nicht allzu lang werden sollte. Mal sehen. Zum Beispiel ging es gleich los mit Mrs. Dalloway von Virginia Woolf und das rezensierte ich bereits zusammen mit The Hours von Michael Cunningham. Vor allem letzteres fand ich richtig großartig. Mrs. Dalloway gefiel mir auch, aber vielleicht noch einen Tick weniger, denn hier fand ich es sprachlich wirklich großartig, auch sehr subtil beschrieben, wie die Charaktere uns vorgestellt werden. Und ich fand es sehr, sehr interessant, wie er Themen aus Mrs. Dalloway übernimmt, die dann in den verschiedenen Zeitebenen nochmal extra spiegeln und wie er das halt verarbeitet. Außerdem haben wir hier halt auch Virginia Woolf als Protagonistin und noch zwei andere Damen zu unterschiedlichen Zeiten eben. Und das war einfach sehr gelungen, meiner Meinung nach. Also es geht halt viel um Vergänglichkeit, auch Oberflächlichkeit, aber durchaus auch immer so mit einer Angst, vergessen zu werden, zum Beispiel. Es geht darum, welche Maske man in der Gesellschaft aufsetzt, wie es einem dann wirklich geht. Es geht um psychische Störungen und dergleichen. Und ich würde euch prinzipiell beide nahelegen, aber vor allem nochmal The Hours von Michael Cunningham unterstreichen. Ich glaube, das wird ein Lieblingsbuch, hoffentlich für viele Jahre. Auf jeden Fall fühlt es sich aktuell so an, als hätte mich das wirklich mitgerissen, sprachlich, also so vom Werkzeug her, aber auch inhaltlich von den Damen und wie er uns die vorstellt, gefiel mir richtig gut. Dann folgte leider als zweites in diesem Monat eben meine Enttäuschung und zwar ist es der dritte Teil der Shades of Magic-Reihe von V.E. Schwab. Das las ich zusammen mit Lotte, die glaube ich nach 50% etwa abbrach und Vilja, die auch so bis 40% las und sich dann aber nochmal das letzte Kapitel quasi antat, um zu wissen, wie es ausgeht. Ich las das Ganze komplett und wurde prinzipiell genauso enttäuscht wie die beiden, aber ich wollte halt die Reihe ordentlich abschließen und es gibt ja durchaus auch einige positive Aspekte. Zum Beispiel mag ich hier sehr diese schlagfertigen, teilweise sarkastischen und schnippischen Dialoge. Also wenn hier zwei Leute miteinander sprechen, das geht wirklich immer so Schlag auf Schlag, das gefällt mir. Und ich mag es sehr, wenn Menschen auch in Fantasy-Büchern eher natürlich reden, wenn das nicht alles so geschwollen und abgehoben klingt. Ich gebe euch ein Beispiel da. Da klingt nämlich der eine Mensch durchaus so ein bisschen pathetisch und da steht so, also sie kämpfen gerade und die eine Person glaubt, sie wird die andere jetzt töten und sagt: "Names are important. Mine is Eukia and I have orders to keep you out." Und die Antwort ist so ein ganz schönes: "My name is Lila Bard and I don't give a damn." Und das gefällt mir, das wirkt für mich so ein bisschen lebendig und locker. Außerdem hat die Autorin ja durchaus auch einen sehr vollen und bildgewaltigen Schreibstil, was grundsätzlich positiv gemeint ist. Aber großes Problem: sie übertreibt es in diesem Buch absolut mit einem Stilmittel, nämlich solche Einsatzabsätze, die dann auch noch mit einer, also Klimax verbunden werden, also einer dreiteiligen Steigerung. Also, dass zum Beispiel ein Absatz endet mit: sie hatte schon vermutet, dass es schlimm werden würde. Dann kommt ein neuer Absatz und es steht dort: aber es wurde noch schlimmer. Dann kommt wieder ein Absatz und steht dort: es war wirklich schlimm. Und nochmal ein Absatz und dann steht dort: es war das Schlimmste, was ich jemals erleben musste. Und also vielleicht nicht ganz so plump, wie ich es jetzt gesagt habe, aber es ist immer, immer wieder in diesem ganzen Buch ständig dasselbe Stilmittel. Das war mir wirklich zu viel. Der größte Minuspunkt für mich ist aber der schlecht ausgearbeitete Bösewicht. Bis zum Ende habe ich eigentlich nicht verstanden, was der eigentlich wollte. Sie versucht es mal ein bisschen so zu erklären, weil er halt kein Mensch ist. Das ist auch kein Spoiler, das, also passiert gleich am Anfang. Dass er halt, dass man bei ihm nicht wollen sagen kann wie bei Menschen, aber es war halt so seltsam. Der taucht auf, er ist sehr, sehr mächtig und hält sich selbst halt dementsprechend für einen Gott und dann verbreitet er deswegen Chaos und pumpt so seine Magie quasi überall rein. Hat sich mir leider nicht so ganz erschlossen, warum. Aber noch schlimmer ist es eigentlich, dass er eben am Anfang auftaucht, auch wirklich stärker ist als alle anderen, er zerbröselt einen anderen Magier zu Staub. Und dann verschwindet er zufälligerweise mal so für 200 Seiten lang aus diesem Buch und gibt unserem Protagonisten, Spoiler, die Möglichkeit, irgendetwas zu finden, was sie ihm vielleicht entgegenstellen können oder dergleichen. Also ich hätte wirklich nicht erwartet, dass es so klischeehaft und schlecht durchdacht ist. Zum Beispiel tauchen auch immer wieder so Zufälle auf. Um mal so ein nicht ganz so schlimmes Beispiel zu nennen, es sind mal zwei Protagonisten in einem Gebäude und sie können aber den Eingang, zu dem sie rein sind, nicht mehr als Ausgang benutzen. Sie sind quasi gefangen und kennen den Ort auch nicht wirklich. Und zufälligerweise hüpft dann von einem Regal eine Katze runter. Und es ist auch nicht nur irgendeine Katze, es ist eine Katze, die sie kennen.
Und dann folgen die ihr mal und finden natürlich einen Ausgang. Aber noch schlimmer war es für mich eigentlich, als sie mal auf der Suche nach einem magischen Gegenstand sind, den durchaus auch finden soll. Ich sag jetzt mal, es ist wie eine große Lagerhalle. Und dann entdeckt jemand zufällig noch so einen anderen Gegenstand. Und in dem Moment habe ich das Buch geschlossen und habe gesagt, ich raste aus, wenn dieser zufällig gefundene Gegenstand nochmal eine wichtige Rolle in diesem Buch spielen wird. Und dreimal dürfte raten. Also, ich fand es halt im Endeffekt dann wirklich nicht mehr sehr gut. Und ich fühle mich schon ein bisschen schlecht, weil der erste Teil kommt jetzt auf Deutsch raus oder ist in dem Moment jetzt schon rausgekommen. Und ich hatte in die Vorschau geschrieben, ja, bitte unbedingt bestellen, den ersten fand ich gut. Aber wirklich, Band 2 und 3 waren extrem enttäuschend. Ich würde die Reihe auch nicht mehr wirklich empfehlen. Also, der erste Teil ist in sich schlüssig. Ich meine, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass irgendjemand überleben wird, weil es noch zwei weitere Teile gibt. Aber man kann den ersten Teil für sich genommen lesen, das ist okay. Aber ich würde es euch wirklich nicht mehr nahelegen. Es ist nicht die beste Fantasy-Reihe, die ich jemals las. Ganz im Gegenteil. Wenn die nicht so hübsch aussehen, würde ich sie wahrscheinlich sogar sofort weggeben. Und ich denke, wenn ich jetzt mal noch so ein, maximal 2 Jahre drüber nachdenke, dann werden die mein Regal wahrscheinlich irgendwann verlassen. So, die nächsten 4 Bücher las ich zwar auch nicht direkt am Stück, aber auch die habe ich in einem Video zusammengefasst. Das war mein Beitrag zur Klassikerwoche, die von Sophie vom Kanal Versand organisiert wurde. Und zwar stellte ich da Lyrikerinnen vor und entschied mich da einerseits für den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan, so ein bisschen als modernes Beispiel, was aber eben auch nicht direkt Gedichte sind, wodurch man sich vielleicht ein bisschen der ganzen Lyriksache annähern kann, wenn man es nicht ganz so stark mit Gedichten hat. Außerdem eine ganz, ganz großartige Sammlung expressionistischer Dichterinnen und mit dem tollen Titel In roten Schuhen tanzt die Sonne sich zu Tod. Das war meine große Empfehlung eigentlich aus diesem Video. Es ist ein bisschen teuer, weil es in so einem Verlag erschienen ist, also der eigentlich mit Book on Demand arbeitet. Das heißt, es gibt keine große Auflage, sondern es wird ausgedruckt, wenn ihr es wollt. Und dementsprechend ist die Nachfrage halt auch nicht so groß. Und es kostet 34,90 €. Ich weiß, das ist happig, aber ich fand es ganz, ganz toll, welche Autorinnen ich da entdecken konnte. Und in dem, wie gesagt, Extra-Video gebe ich euch auch ein paar Beispiele und zitiere und dergleichen. Und dann hatte ich noch zwei, die mich zwar nicht komplett überzeugten von den Gedichten her, die ich aber halt einfach wichtig fand für die Entwicklung, ich sage jetzt mal, weiblicher Schriftstellerinnen, weil das einfach noch andere Zeiten waren und sich die Damen da noch gar nicht so entfalten konnten. Und zwar spreche ich einmal von Annette von Droste-Hülshoff und Caroline von Günderrode. Wie gesagt, alle stelle ich in den Einzelvideo vor und zitiere auch ganz viel. So, und die nächsten 3 Bücher sind dann die letzten, die ich auch in einem Extra-Video bereits behandelte. Nämlich wären das alles Bilderbücher aus dem Tintentrinker Verlag. Einmal Höher als die Wolken, was ich zeichnerisch großartig fand. Dann noch Die Mondwandlerin, was aus dem Video wiederum meine große Empfehlung war, denn das war nicht nur zeichnerisch toll, sondern auch vom Inhalt her. Und wir haben noch etwas, was ich halt ganz interessant finde für das Thema in dem Alter. Also es ist eigentlich so für Kinder, glaube ich, ab 6 gedacht und es behandelt mehr oder weniger den Ersten Weltkrieg. Es konzentriert sich dabei halt auf die schöne Sache dieses Weihnachtsfriedens. Und zwar handelt es sich um ein Ball für den Frieden. Aber ich finde das eine gute Möglichkeit, um junge Kinder überhaupt mal an das Thema heranzufinden. Junge Kinder, gibt es auch alte Kinder? Naja. Und zum ersten Mal halt ein bisschen so mit Krieg, mit Schützengraben, mit Ratten in Verbindung zu bringen, aber das Ganze noch nicht ganz so grausam zu machen, sodass dann das Kind wackelnd in der Ecke sitzt. Also ja, alle drei eine große Empfehlung prinzipiell, aber die Mondwanderin fand ich am besten. Und recht ungewöhnlich für mich las ich diesen Monat dann auch noch ein Kinder- oder vielleicht Jugendbuch, nämlich Mein Freund Pax. Ich würde es so vielleicht zwischen 10 bis 13 empfehlen, oder vielleicht wenn das Kind schon Harry Potter gelesen hat, dann ist es durchaus auch okay, das hier zu lesen. Vielleicht ein Vielleser, der jetzt nicht noch bei Gregs Tagebuch steht, aber wenn man sich schon so ein bisschen mehr mit der Welt beschäftigt, dann wäre das in Ordnung. Und das lieh ich mir von einer Kollegin aus. Hier geht es um den jungen Peter, der einen Fuchs als Welpe findet und den großzieht, weil dessen Mutter eben schon tot ist. Und die beiden haben aber eine wirklich innige Freundschaft. Also Pax kennt es eigentlich also quasi auch gar nicht anders. Er hat nie allein dann in der Wildnis gelebt oder gejagt und die zwei verbringen halt den Großteil ihrer Zeit miteinander. Der Vater des Jungen ist davon zwar jetzt auch nicht ganz so begeistert, aber akzeptiert es mehr oder weniger. Und manchmal spüren die beiden quasi auch den anderen so ein bisschen. Also man hat vielleicht noch einen winzigen Fantasy-Aspekt mit drin, aber im Großen und Ganzen ist das schon ein normaler Fuchs. Und gleich im ersten Kapitel muss Peter eben auf Druck seines Vaters Pax so an der Straße aussetzen, weil der Vater wiederum in den Krieg ziehen soll, will und Peter zu seinem Großvater gehen soll. Und ich war wirklich erstaunt, wie nahe mir dieses erste Kapitel schon ging, weil wir merken quasi als Leser vor Pax, was los ist, was geschehen wird. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen den Kloß im Hals. Und also das gefiel mir sehr gut. Ich hätte das tatsächlich nicht so von einem Jugendbuch oder Kinderbuch erwartet, dass mich das gleich so berührt. Ich meine, es gab dann auch noch ein paar Stellen, die
mich vielleicht auch die Augen haben rollen lassen. Das ist halt vielleicht nicht mehr ganz so meine Erzählweise, was für Kinder gedacht ist. Aber gleich am Anfang dachte ich mir so, ach, das geht mir doch schon ein bisschen nah. Und im Großen und Ganzen geht es in diesem Buch eben um die Folgen des Krieges wirklich für jeden. Auch ganz allgemein den Einfluss des Menschen auf die Natur. Es geht um Verlust und auch so ein bisschen, sag ich mal, zu sich selbst stehen. Also nicht unbedingt, dass man gegen seine Eltern rebellieren soll, aber durchaus, dass man halt zu seiner eigenen Meinung steht, wenn man das Gefühl hat, dass hier irgendwo gerade ein Unrecht geschieht. Und natürlich auch so ganz allgemein erstmal ums Erwachsenwerden bzw. ums Wachsen an sich. Es geht um Freundschaft und darum, die Welt kennenzulernen, was das manchmal auch Folgen haben kann. Also, dass nicht alles immer faszinierend ist, sondern dass man durchaus auch manchmal erschüttert und enttäuscht ist halt von der Welt der Erwachsenen. Eben auch schon großer Leser gab es ein paar Momente, in denen irgendwie unlogische Entscheidungen getroffen wurden, meiner Meinung nach, oder in denen Dinge für mich sehr vorhersehbar waren, aber ich bin ja auch nicht die Zielgruppe und fand es dafür allerdings schon ganz gut geschrieben. Es behandelt eben ernste Themen, gut aufgearbeitet für Kinder. Es hat auch noch so ein paar Illustrationen dabei, aber nicht zu viele, als dass es jetzt irgendwie zu kitschig, kindlich wirkt, und insofern finde ich das wirklich ganz empfehlenswert. Wie gesagt, vielleicht eher so ein bisschen für viel Leser oder dann so um 12 rum, würde ich sagen, aber da ist es dann echt okay. Also ich glaube auch heutzutage ist halt was, also was ich mit 13 so für Filme gesehen habe, das sehen wahrscheinlich die Kinder heutzutage schon mit 10 oder so. Da passiert jetzt wirklich nichts Schlimmes in diesem Buch. Also wenn da zum Beispiel mal, das verrät jetzt glaube ich nicht so viel, wenn da mal ein Fuchs zum Beispiel eine Pfote verliert, weil derjenige auf eine Mine tritt, also dann wird das zwar schon so schlimm für den Fuchs dargestellt, aber nicht im Sinne von, dass man jetzt hier irgendwie das Blutgesplatter dabei hat und so. Und ich fand es wirklich ganz gut beschrieben. Und ein bisschen ausgelöst durch den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan hatte ich wiederum Lust bekommen auf irgendetwas von Max Frisch und hatte zum Glück noch Homo Faber hier liegen, was ein Geburtstagsgeschenk von zwei Freunden an mich war. Und das fand ich letztlich großartig. Ich muss zugeben, ich habe ein Stück gebraucht, um reinzukommen. Also für die ersten 60 Seiten fragte ich mich auch noch ein bisschen, warum ist das Schul- und Unilektüre? Ich kann hier echt noch nicht so das Großartige, das Tolle erkennen. Aber am Ende war ich absolut begeistert davon, wie sich hier alles entwickelt, wie uns Max Frisch das erzählt, was er teilweise andeutet und wie er immer wieder so Themen kontrastiert. Das fand ich ganz, ganz toll. Und zwar folgen wir hier Walter Faber, einem Ingenieur, der eben sehr praktisch, rational und materialistisch ist und eben nicht an Zufälle glaubt oder das Schicksal. Und dann würde ich jetzt mal sagen, geschehen ihm Dinge. Also ich möchte euch nicht zu viel verraten. Übrigens, falls ihr diese Ausgabe hier kauft, hier vorne drin, wo meistens nochmal einfach so ein kleiner Text irgendwie zum Buch steht, da wird alles verraten. Und ich werde das nie verstehen, warum das auch bei Einleitungen oder so das Erste ist, was Leute halt so in Klassiker oder moderne Klassiker reinschreiben und warum die davon ausgehen, dass man nicht auch so einen Klassiker vielleicht erst einmal unvoreingenommen lesen möchte und selbst kennenlernen möchte, ohne dass man vorher alles schon wissen will. Egal, das Ganze ist jedenfalls als Bericht aus Sicht Fabers geschrieben und dadurch eigentlich sehr direkt und scheinbar neutral. Und das ist aber so toll, weil man als Leser allmählich bemerkt, wie so, ich sag jetzt mal, die Fassade Risse bekommt. Also ich finde, man merkt als Leser halt allmählich, wie subjektiv Faber eigentlich ist und was alles so in ihm vorgeht, obwohl er selbst immer noch so diese Objektivität eines Berichtes wahren will. Und mir kam es halt manchmal so vor, als wäre seine Rationalität eigentlich so ein bisschen, jetzt nicht direkt, nicht eine Übersprungshandlung, aber vielleicht so eine Art Verdrängung. Also er stutzt sich oft so in Fachtermini, anstatt dass er einfach mal ganz klar fühlt, was er eben fühlt und erlebt und das halt auch ehrlich vor sich zugibt. Und ich würde dafür ganz gerne so viele Stellen zitieren, aber ich finde, es würde schon zu viel verraten und ich möchte euch die Freude nicht nehmen. Ich finde es ganz, ganz toll, wie man als Leser dann langsam so ein ungutes Gefühl bekommt oder der Meinung ist, ah, ist das jetzt alles noch so okay und neutral, wie er beschreibt, oder da steckt doch eigentlich viel mehr drin, fand ich ganz, ganz toll geschrieben. Aber eine Sache möchte ich auch noch erwähnen und ich hoffe einfach, dass das eher die Ansichten Fabers sein sollen und nicht die von Max Frisch. Das würde auf jeden Fall zu Faber passen, aber ich hoffe halt einfach, dass es bei Max Frisch nicht so war, müsste mich da nochmal ein bisschen belesen. Es gab manchmal einfach ein paar seltsame Beschreibungen von Schwarzen und auch von Frauen. Wie gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, aber im Großen und Ganzen dafür, wie das geschrieben ist, ist auch recht kurz und was es mit dem Leser macht, wie wir dem Ganzen folgen und diese Subjektivität, obwohl es so tut, als sei es ein Bericht, fand ich ganz, ganz toll. Dann waren meine Eltern mal bei mir zu Besuch und meine Mama meinte, ich sollte mir doch mal was aussuchen, was ich mir sonst vielleicht nicht so kaufen würde. Und ich entschied mich für ein
Comic oder eine Graphic Novel, wenn ihr so wollt, und zwar Die letzten Tage von Stefan Zweig. Das Ganze beginnt eben 1941 auf dem Dampfer Richtung Brasilien, als Stefan Zweig schon mit seiner zweiten Frau eben zusammen war, und wir folgen dann ihrem Leben dort. Also durchaus auch so ein bisschen die Hoffnungen, die sie schüren, und dann wieder die absolute Verzweiflung, wenn gewisse Nachrichten aus Deutschland kommen. Also irgendwie, als sie zum ersten Mal zum Beispiel von den Deportationen, diesen systematischen Morden erfahren, das ist für die, also ich glaube nochmal wirklich 100-mal schlimmer als unsere Empfindungen heutzutage dazu. Also die waren mit dabei, da waren Freunde von ihnen noch dort. Sie wussten auch davon, dass viele sich selbst dann umbrachten, einfach weil sie das nicht mehr ertragen konnten alles. Und ich fand das wirklich richtig gut wiedergegeben. Und obwohl ich ja wusste, was am Ende geschehen wird, hat mich das Ganze tatsächlich nochmal zum Weinen gebracht. Also ich habe nicht damit gerechnet, aber die letzten 5 Seiten, die gingen mir richtig nah. Ich fand das also gut wiedergegeben. Sie haben dann eine richtig schöne Möglichkeit gefunden, finde ich, wie das Ganze vonstatten geht. Und ich saß da doch da und dachte mir, hoi, hoi, das hat mich gerade berührt. Den Zeichenstil mag ich auch. Wir haben hier Wasserfarben und einen recht realistischen Stil, aber immer noch so mit einer eigenen Note. Fand ich ganz, ganz toll und würde euch das auf jeden Fall empfehlen. Auch nicht nur für Fans von Stefan Zweig, auch wenn es mir mal wieder Lust auf seine Werke gemacht hat. Es ist bei mir immer so ein Auf und Ab. Ich habe ja noch gesammelte Werke von ihm hier. Werde das bestimmt auch mal angehen und mal gucken, ob das jetzt sofort geschieht. Aber auf jeden Fall kann ich das absolut empfehlen. Das hat eine tiefe Wirkung tatsächlich in mir hinterlassen, was ich vielleicht gar nicht so in der Form, in der Extremität erwartet hätte. Und als letztes diesen Monat hätten wir mal wieder etwas, was ich vielleicht mehr oder weniger auf Arbeit las, nämlich Der Lärm der Zeit von Julian Barnes. Hier erfahren wir in 3 Stationen aus dem Leben Schostakowitschs. Das heißt, in den Zeitebenen passiert jeweils an sich kaum etwas, aber wir haben eben viele Rückblicke und Gedanken über die jetzige Situation und wie es jeweils dazu kam. Auch einfach Gedanken über die Rolle von Künstlern und das Verhältnis zur Politik zum Beispiel und ob man zum Beispiel eine gewisse Verantwortung hat, nur weil man jetzt einen großen Bekanntheitsgrad hat, oder ob die Kunst, also die Musik, einfach für sich stehen sollte oder etwas bewirken soll und so weiter und so fort. Mir gefiel das Ganze sehr gut. Ich mochte den Schreibstil und auch die Überlegungen und ich bin der Meinung, dass Schostakowitsch halt ein sehr guter, ein interessanter Protagonist ist, weil er ja selbst nie emigrierte. Er wurde teilweise selber auch verboten. Dann gab es wieder Momente, in denen Stalin oder andere Mächtige ihn in den Himmel hoben. Dann hatte er wiederum teilweise auch Angst um sein eigenes Leben und hat nicht das Gefühl gehabt, dass er die Nacht noch überstehen wird. Andererseits hat er dem ganzen System auch nie öffentlich widersprochen. Teilweise hat er sogar Reden gehalten, die vorgefertigt waren und in denen er sich selbst oder auch von ihm gelobte oder geliebte Musiker kritisieren musste. Und das ist eben ein großes Hin und Her. Und ich glaube, dass das insofern eine gute Figur für einen Roman ist, dass man die behandeln kann, auch wenn man natürlich nicht weiß, was er wirklich in den Momenten dachte. Aber ich finde, der Autor hat das eigentlich ganz gut hingekriegt, uns ein stimmiges Bild zu geben, was hätte vielleicht gewesen sein können. Und sein Leben ist halt wirklich geprägt von ganz unterschiedlichen Stationen. Also, um euch ein Beispiel zu geben, das erste große Kapitel handelt eigentlich davon, dass Schostakowitsch vor dem Aufzug steht, weil er sich sicher ist, dass die ihn heute abholen werden, denn es gab eine vernichtende Kritik seiner Oper durch Stalin in einer Zeitung und er will halt nicht im Bett liegen, wenn er dann letztlich abgeführt werden soll. Und dann steht er prinzipiell da und denkt eben über sein Leben nach. Und dann gibt es ein anderes Kapitel, in dem sitzt er in einem Flugzeug auf dem Weg zu einer internationalen Konferenz und dorthin wurde er eben sogar von den Obrigkeiten geschickt und sie haben auch gesagt, hier hast du noch einen feinen Anzug und dergleichen. Und es ist halt wirklich interessant, dem zu folgen. Also ich glaube, man könnte die schnelle Schlussfolgerung ziehen, ja, er ist feige, er hat halt nie öffentlich was dagegen gesagt. Aber er hat halt, finde ich, ein sehr vielschichtiges, interessantes Leben und auch voller Angst und man weiß halt wirklich nicht, was hätte er denn tun können, weil es bleiben ja auch immer geliebte Menschen zurück. Was passiert dann mit denen, wenn er jetzt öffentlich widerspricht oder wenn er vielleicht emigriert und dergleichen? Und ich fand halt, Julian Barnes hat das sehr gut beschrieben. Ich mochte auch seine Art der Annäherung. Das Ganze ist immer in so relativ wirklich kurzen Absätzen geschrieben. Also teilweise haben wir auch so 3 kleine Gedankenfetzen auf einer Doppelseite. Dadurch ist es natürlich teilweise etwas sprunghaft, also für Leute, die irgendwie eine zusammenhängende chronologische Erzählung wollen, für die ist es natürlich nichts. Ich fand aber wiederum, wir haben halt dadurch ganz viele Seiten dieses Menschen kennengelernt und ich folgte der Art des Autors sehr, sehr gerne, wie er uns dieses Leben näher bringt. Ja. Und das war mein April. Wie gesagt, ich fand es sehr, sehr gut. Es waren mehrere Höhepunkte dabei, von denen ich das Gefühl habe, dass die am Ende des Jahres bei meinen Lieblingen dabei sind. Ich freue mich, wenn ihr mir etwas zu den Büchern zu sagen habt oder zu der Art, wie ich jetzt darüber gesprochen habe. Lasst mir etwas in den Kommentaren da, wenn ihr wollt. Ansonsten danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Mal.